Nach der Trennung von ihrem Mann vor einem Jahr ist Nicole Steiger mit der gemeinsamen Tochter in der alten Wohnung geblieben. Seit 4 Monaten arbeitet die Verkäuferin nun wieder in Vollzeit. Dabei ist sie notgedrungen auf die Hilfe ihrer Ex-Schwiegermutter Gisela angewiesen. Lotta, bitte nicht in die Küche gehen, ja? Der Herd ist an und das Messer liegt da noch vom Gemüseschneiden. Das ist zu gefährlich, okay? Ja, Mama. Super, danke schön, Lotta. Hallo? Ja, Gisela, ich musste mich gerade um Lotta kümmern. Ich konnte nicht so schnell ins Telefon. Hier. Nein, ich hab's auch nicht extra klingeln lassen, nur weil du angerufen hast. Du, Gisela, ich hab da auch gerade was auf dem Herd. Ich kann jetzt auch nicht so lange mit dir reden. Lotta! Oh nein! Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um Sanitäter Tobias Krappen hat die Alleinerziehende bereits den verbrühten Unterarm ihrer Tochter gekühlt. Seit die 8-Jährige regelmäßig von ihrer Oma betreut wird, schaltet sie bei ihrer Mutter nur noch auf stur. Sie muss irgendwie das Wasser abgegossen haben. Das war halt noch heiß. Ne? Ich habe gerade Gemüse gekocht und ja, jetzt habe ich das erstmal gekühlt und sie hat Schmerzen und ja. Der Arm ist es, ja? Genau. Spürst du das hier alles? Es tut einfach nur weh. Aber das spürst du, ja? Wenn ich da so drüber gehe. Ja. Kannst du die Finger bewegen? Beweg die mal. Hervorragend, das ist schon mal super. Ich würde mir das gerne mal anschauen, damit wir gucken können, ob wir ins Krankenhaus müssen oder nicht. Na, das ist alles zur Vorsichtsmaßnahme. Nein! Lotta, bitte, doch, das muss jetzt einmal passieren. Du hast ja auch Schmerzen. Ich kann nicht wissen, wie schlimm das ist. Darum haben wir dir ja extra gerufen. Lass mich doch in Ruhe, ich gehe jetzt. Lotta, bitte. Ich darf doch eigentlich Fernsehen gucken, das hast du mir versprochen. Das darf ich bei Oma auch immer. Lotta. Können wir gerne so machen, Lotta. Nein! Du kannst... Wie alt ist sie? 8. 8, okay. Okay. Ich weiß auch momentan nicht, also... Was los ist, okay. Also ich gehe jetzt gerade wieder seit 4 Monaten Vollzeit arbeiten und ja. Bin alleinerziehend. Ja. Und meine Ex-Schwiegermutter, die passt auch auf. Das ist eigentlich auch ganz gut, aber immer wenn sie danach wieder da ist, dann ist sie so hibbelig und bockig und sie hört überhaupt nicht mehr auf mich. Ich weiß nicht, wie ich an sie rankomme. Und ich habe vielleicht auch schon gedacht, ob irgendwie meine Ex-Schwiegermutter da so ein bisschen schlecht über mich redet. Okay. Und das halt auch vor Lotta. Und ja, also ich weiß. Ich würde sie gerne auf jeden Fall mit ins Krankenhaus nehmen. Ja. Und wenn wir im Krankenhaus sind, ja, das Krankenhaus arbeitet relativ gut mit so Familientherapeuten oder Pädagogen zusammen. Dass man vielleicht da mal einen Anschluss findet, dass man das vielleicht mal angeht. Zunächst müsste ich aber gerne mal die Wunde noch mal sehen. Ja? Ich hole sie einmal. Bevor die Verkäuferin wieder voll ins Berufsleben eingestiegen ist, hatte sie nie große Probleme mit ihrer Tochter. Nicht einmal während der Trennung von ihrem Ex-Mann. Hast du das gekühlt? Ja, da ist ein Kühlpack drunter. Okay, sehr gut. Magst du mal 1, 2 Kompressen geben und Verband? Ja. Okay. Hat Ihre Tochter irgendwelche Allergien gegen Medikamente oder Lebensmittel? Weil ich sehe, sie hat einen Ausschlag im Gesicht. Ja, das hat mich auch schon gewundert, dass sie so kleine Pickelchen bekommt. Oder eine neue Creme oder ähnliches. Nee, eigentlich hat sie immer eine super Haut. Und jetzt so seit ein paar Monaten, 2, 3 Monaten ungefähr, hat sie auch so einen Ausschlag bekommen. Und ich koche jeden Tag frisch und sie kommt bei mir jetzt auch nicht viel Süßigkeiten. Das ist alles im Rahmen. Also ich weiß auch nicht, woher das kommen soll. Das sieht nach einer Verbrühung ersten Grades aus. Das ist halt nur oberflächlich. Ja. Ich denke mal, das wird im Krankenhaus immer verbunden, sich angeschaut. Aua. Das ist fies, ich weiß. Es hat gereicht, dass wir eine kalte Kompresse draufgelegt haben und verbunden haben, steril. Nichtsdestotrotz muss sie trotzdem der Klinik zugefügt werden, damit halt ein Arzt mal draufschauen kann. Die Arbeit des Therapeuten fängt jetzt erst an. Er muss jetzt gucken, was die Familie halt für Probleme hat oder ähnliches. Der Unfall in der Küche war kein Zufall. Nachdem sich in der Klinik am Südring ein Arzt um Lottas Verbrühung gekümmert hat, wurde der Alleinerziehenden dort eine Sozialarbeiterin vermittelt, die kurzfristig zur Verfügung steht. Schon am nächsten Tag stattet Mila Schubert der Familie einen Besuch ab. Da der Familienhelferin die Vorgeschichte bekannt ist, hat sie auch um die Anwesenheit der Oma gebeten. Ja! Bobo! Lotta, kannst du bitte ein bisschen leiser sein? Ja, Bobo, komm, noch schneller! Lotta! Komm, Bobo! Komm! Hier! Ja. Lotta, bist du noch hier? Ja, wir wollen uns unterhalten. Okay? Mhm.
Also Sie kümmern sich auch ganz viel um Lotta. Ja, ich habe sie viermal in der Woche, weil Nicole muss ja arbeiten gehen, damit das Kind nicht alleine ist. Moment, Lotta, ich bin mich gerade am Unterhalten. Aber es ist ja auch schön, dass Sie da Ihre Ex-Schwiegertochter so auch unterstützen. Ja, ne? Also ja, ich bewundere sie ja auch, dass sie das alles so unter einen Hut kriegt. Mhm. Ne? Ja. Also Arbeit, Kind. Oma. Ja, bitte. Okay. Die Grundschülerin hat hingegen die Sozialarbeiterin noch keines Blickes gewürdigt und scheint mit ihrer Oma ein Geheimnis zu teilen. Ihre Mutter schließt sie dabei regelrecht aus. Die Sozialarbeiterin hat den Verdacht, dass mehr dahinter steckt und folgt den beiden unbemerkt zu Lottas Kinderzimmer. Also entweder gibst du mir jetzt was oder ich sag's Mama. Hallo? Darf ich kurz mal stören? Gibt's hier irgendein Problem? So was passiert? Nö, alles okay. Nee? Als ich ans Kinderzimmer von Lotta kam, sagte sie gerade diesen Satz zu ihrer Oma, wenn du das jetzt nicht machst, dann erzähle ich Mama alles. Dieser Satz ist eindeutig eine Erpressung für ein Kind in dem Alter. Das macht es nicht bewusst. Das ist ganz wichtig, das zu sehen, dass es hier keine Erpressung machen will, sondern dass es eigentlich auch ein Hilferuf ist. Es war auf jeden Fall ein eindeutiges Signal, dass hier eine Schieflage entstanden ist. Darauf angesprochen, fühlt sich die Frührentnerin ertappt, entzieht sich aber einem Gespräch. Mila Schubert will gerade mit der Mutter über den Erpressungsversuch der Achtjährigen reden, als es zu einem weiteren Zwischenfall kommt. Also es war irgendwie gerade eine Situation, als ich ins Kinderzimmer kam, wo ihre, ach Gott, was ist denn jetzt passiert? Lotta? Hier ist ja was los. Hallo? Lotta? Ich hab nur ein Glas runtergelassen, Entschuldigung. Was ist denn das für ein klebriges Zeug? Alles okay. Wie alles? Nee, irgendwie ist es nicht alles okay gerade. Was ist also denn das für ein klebriges? Lassen Sie das mal kurz. Also ich würde hier ganz gerne mal kurz sprechen. Sie, das ist nicht die Cola von Ihnen hier zu Nein, Hause. Ich hab sowas überhaupt nicht. Okay. Hast du die mitgebracht? Ja, für mich. Für dich. Okay, und sah gerade jetzt so aus, als würde sie was davon bekommen. Nein, das war ich. Okay. Und sie geben Lotta, so. Was machst du da? Was kramst du da an der Tasche von Oma? Nix wirklich. Was ist denn da alles drin? Gisela, die ganze Handtasche ist ja voller Süßigkeiten. Du weißt doch genau, dass Lotta das nicht darf. Okay, also ich glaube, wir haben jetzt hier gerade eine Situation, wo ich ganz gerne doch noch mal mit Frau Finke allein sprechen würde. Die Sozialarbeiterin vermutet, dass die Frührentnerin mit der regelmäßigen Betreuung ihrer Enkelin überfordert ist und dem Mädchen des lieben Friedens willen immer wieder Süßigkeiten zusteckt. Dabei wird die Grundschülerin durch die ständige Zuckerzufuhr nur noch unruhiger. Was haben Sie denn auf dem Herzen? Ja, das wird mir auch ein bisschen viel mit Lotta. Weil sie ist halt sehr hibbelig. Ja. Man kriegt sie schwer gebändigt. Ja, dann habe ich gedacht, ich würde es mit dem Süßen hinkriegen. Ah, okay. Ist nicht in Ordnung, ich weiß, aber ich habe mir leider nicht zu helfen gewusst. Ich wusste es nicht. Okay, und das belastet sie aber auch, ne? Natürlich. Und ich traue mich das auch nicht Nicole zu sagen, weil dann schimpft sie. Ich weiß ja, dass sie das nicht möchte. Ja. Okay, also das heißt, Sie haben ein bisschen Probleme gehabt, Lotta, mit der Erziehung, wenn sie bei Ihnen war, und haben dann gedacht, dann gebe ich ihr Süßigkeiten und dann funktioniert das Ganze. Ja. Okay. Aber eben das im Kinderzimmer, das war ja schon so ein Satz von Lotta, der eigentlich darauf schließen lässt, dass er sie damit auch so ein bisschen in der Hand hat, ne? Richtig. Und deswegen versucht sie mich auch zu erpressen. Es zeigte sich doch sehr schnell, dass sie mit der Gesamtsituation überfordert war. Sie ist ganz bestimmt eine taffe Frau. Sie hat selber Kinder großgezogen. Dennoch hat sie A, ein Alter erreicht, wo es auch nicht mehr so leicht ist, Kinder zu erziehen. B, ist es auch eine sehr schwierige Situation gewesen, die Lotta auch ausgenutzt hat. Das darf man auch nicht übersehen. Die Massen an Schokolade und dann noch die Cola. Und wenn sie das jeden Tag von ihm bekommt. Diese Dosen von Zucker führen einfach dazu bei Kindern, gerade in dem Alter, dass die hyperaktiv werden, dass sich kleine Unreinheiten entwickeln und später kann das auch sogar auf die Zähne gehen. Und das ist kein Wunder, dass sie dann hier so hibbelig ist und überhaupt nicht mehr auf ihre Mutter hört. Das wird sich einfach immer noch weiter aufbauen. Also das Problem wird nicht dadurch gelöst, sondern sie
bringen eigentlich ein neues Problem damit rein. Zeit für ein Gespräch mit allen drei Generationen. Dabei ist es Mila Schubert wichtig, niemanden an den Pranger zu stellen. Schon gar nicht das Kind. Denn für das Verhalten des Mädchens gibt es eine Ursache und die muss behutsam gefunden werden. Lügen bringt niemanden weiter, das macht alles nur schwieriger. Und erpressen, das ist auch keine Art. Ne, aber das denke ich, das weißt du auch. Aber ja. Du wirkst irgendwie ein bisschen traurig. Bist du jetzt nicht froh, dass es raus ist? Irgendwas scheint er doch noch zu sein. Ja, haben wir halt immer also den Supersonntag gemacht. Super Sonntag. Das klingt ja cool. Also da haben wir immer gekocht in Ruhe und dann noch in Ruhe gegessen. Und ich durfte auch immer viel mitkochen. So backen und manchmal. Und wer war wir? Mama, Papa und du? Mama, Papa und ich. Okay, und das fehlt dir jetzt. Was hältst du denn davon, Lotta, wenn ihr drei zusammen kocht? Oma, Mama und du? Ja. Sollen wir zusammen kochen? Ja. Ja? Und uns richtig Zeit lassen? Mhm. Ja? Ja. Dann würde ich sagen, ab in die Küche, uns knurrt ein von der Magen und dann machen wir ein bisschen was zu essen. Es ist natürlich selbstverständlich, dass es auch für sie eine schwierige Zeit war, die Trennung mit von ihrem Ex-Mann zu verkraften, wieder in den Job neu einzusteigen, alleine den Part zu übernehmen für ihre Tochter, da zu sein und ihr auch gerecht zu werden. Das kann schnell zu Überforderungen bei Eltern führen, dass sie denken, sie müssen alles schaffen. Dennoch fand ich es hier sehr gut, dass sie versucht hat, Hilfe zu holen, was sie ja auch im Endeffekt jetzt mit mir getan hat. Und wenn man das tut, dann hat man eigentlich alles schon richtig gemacht. Seit das liebgewonnene Ritual der Supersonntag wieder eingeführt wurde, gehört die rebellische Phase der Achtjährigen der Vergangenheit an. Ihre Mutter und Oma konnten durch das Gespräch mit der Sozialarbeiterin Missverständnisse aus dem Weg räumen und verstehen sich so gut wie noch nie. Die beiden Frauen werden auch weiterhin füreinander da sein. Musik